Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zum neuen Video. Wir schauen uns an Inhaltsverzeichnis, produziert von Bollwerk Entertainment Stanley Official Audio. Leute, ihr habt es euch ganz, ganz oft gewünscht, wirklich. Ich ziehe es mir jetzt endlich rein, sorry, dass es so lange gedauert hat. Inhaltsverzeichnis von Entertainment. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, ihr habt mir geschrieben, zieh es dir unbedingt rein, mega krank. Und ja, ich erwarte auch eigentlich nichts anderes von unserem lieben Entertainment. Und jetzt hören wir doch einfach mal, was er uns so zu sagen hat. Let's do it, Freunde. Alles klar, okay. Entertainment hat auf jeden Fall Bock. Drittes Kapitel. Und ich nehme euch mit in die Tiefe. Hass auf mich selbst, Hass auf dich, Hass auf die Welt. Nur Tiffen, ich liebe. Boah, die Stimmlage, ne? Alter. Richtig krass. Richtig krasse Stimmlage. Gefällt mir mega. Hass auf dich, Hass auf die Welt, nur Tiffen, ich liebe. Krönung der Gewalt, musikalische Begleitung des persönlichen Zerfalls. Bah, böse, geil, böse, geil. Krönung der Gewalt, musikalische Begleitung des persönlichen Zerfalls. Noten des Kriegers, Aufstand der Sklaven, Code dem Gebieter. Texte wie Movie, Splatter für die Groupies. Denn Hood Money bedeutet, dass gepresst ist, nicht juicy. Alter, auch lyrisch wieder zu heftig, ne? Lyrisch absolut krass, einfach brutal gut. Holy moly, Alter. Splatter für die Groupies, denn Hood Money bedeutet, dass gepresst ist, nicht juicy. Weckt in den Texten, brechen die Ketten in Nächten des Schreckens. Fesseln entsetzt, der Leib von Insekten zerfressen, der Geist ist infected by devil. Nun tritt der Alter, er ist auch wirklich so, er gehört für mich in die Top 5, was Lyrik angeht, ne, in Deutschland. Safe, safe. Wenn nicht sogar in die Top 3. Ich würde sogar eher Top 3 sagen, auf jeden Fall. Er ist lyrisch absolut krank. Also seine Texte sind auch absolut krank, aber auch so von den Reimen her, die Reimketten und so, der Textaufbau an sich alles, ne? Ente ist eine lyrische Maschine und vor allem auch für mich ein Battle-Monster, eine Battle-Maschine, was er im JPB 2015 angestellt hat, Alter. Holy shit, ich weiß nicht, ob wir jemals nochmal jemanden kriegen werden, der so in einem Battle-Turnier abreißt wie Ente, aber ich glaub's nicht. Er hat im JPB 2015 wirklich gezeigt, wie man Battle Rap betreiben kann. Und hat da für mich kranke Maßstäbe gesetzt. Die Runde gegen Kasa, übertrieben geisteskrank. Die Runde gegen Jay Jiggy fand ich, ja, auch geil, aber nicht so krass tatsächlich wie die anderen. Und die gegen Neo, boah, Digga. Die Runde gegen Neo ist ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Werden wir uns vielleicht in dem Format Deutschrap Favorites irgendwann mal anhören. Weil einfach zu krank gewesen. Der Leib von Insekten zerfressen, der Geist ist infected by devil. Nun tritt der Meister der Schatten ans Licht. Kann das sein? Fucker, das ist. Aller bösen Dinge sind drei. Der vermummte Mann rammte die Klinge ins Fleisch. Das Kind ist breit, der Inhalt Gewalt. Ich bin der Feind. Aller bösen Dinge sind drei. Der vermummte Mann rammte die Klinge ins Fleisch. Das Grinst ist breit, der Inhalt Gewalt. Ich bin der Feind. Alter, ist das geil. Warum habe ich mir das denn nicht früher reingezogen? Es tut mir leid, Leute. Übertrieben krank. Übertrieben krass einfach. Diese Stimmlage. Die Stimmlage, der Text, die Punch. Digga. Einfach kranker Track, was soll ich dazu sagen, Alter, das ist mega Brett, mega Brett. Schade, dass er kein richtiges Video gemacht hat, aber immerhin hat er Videoszenen einfach zusammengeschnitten, damit wir jetzt hier so ein bisschen Untermalung eines Videos haben, aber in erster Linie ist es auch,
Ja, ist ja auch egal, es ist zweitrangig, so nicht in erster Linie, es ist zweitrangig, weil hier der Track steht eh immer im Vordergrund und absolut krank, einfach hier wirklich krank. Jeder Strich ist ein Tag, von dem keiner vergeht, an dem ich mich nicht frag. Wann trägt mich mein Sound an das Ufer durchs rauschende Blau aus dem Grau des Bermuda? Immer noch diese Wortkombination, ne? Holy moly, Macaroni, Alter. Mein Sound an das Ufer durchs rauschende Blau aus dem Grau des Bermuda. Immer noch Gangster. Gesetzlos und schieß, resette das Game. Level-Musik. Taschen sind wie mit Kleptomanie. Betonliebe hoch. Ghetto-Manie. Mein Leben heißt den Tod von mir willkommen und wiederholt dies jede Nacht und schickt mir eines dieser Monster, die mich holen. Die Liebe. Ich glaube, den Track muss ich mir echt 10-mal reinziehen, bis ich alle Lines und Vergleiche und Punchlines peile, ne? Und die Wortspiele und so. Sorry, wenn ich Sachen überhöre, aber. Ich glaube, das ist beim ersten Mal anhören kaum möglich hier. Ich bin eher geflasht von der ganzen Power, die er hier reinbringt, ne? Willkommen und wiederholt dies jede Nacht und schickt mir eines dieser Monster, die mich holen. Die Liebe trägt die Feder, die mich zeichnen sollte. Ich sag hier auf Gift alles, was ich hier verschweigen wollte. Doch behalte es für dich, in ständig Schatten versinken, Gottes Gestalten im Licht. Im Inneren schon tot. Blick zum Himmel und lausch im Gesang der Sternenkinder dort oben, der Stimme meines Sohns. Aller bösen Dinge sind drei. Der vermummte Mann rammte die Klinge ins Fleisch. Das Grinst ist breit, der Inhalt Gewalt. Ich bin der Feind. Aller bösen Dinge sind drei. Der vermummte Mann rammte die Klinge ins Fleisch. Das Grinst ist breit, der Inhalt Gewalt. Ich bin der Feind. Der Typ ist eine Maschine, Alter. Was für ein geisteskranker Track, einfach nur. Heftig. Heftig. Mindestens mal eine 9 von 10, wenn nicht sogar eine 10 von 10, der Track, Alter. Brutales Brett. Heftiger Track. Heilige Scheiße, Alter. Lecco mio. Freunde, danke, dass ihr mir das so vorgeschlagen habt, dass ich mir jetzt, auch wenn spät, immerhin noch reingezogen habe. Leute, falls ihr es nicht getan habt, dann pumpt den Track auf jeden Fall, streamt das und so weiter und so fort. Lasst beim Like auf jeden Fall, lasst beim Original Like und Kommentar da, ihr wisst Bescheid, Links zum Original wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.